Ja, hi, hier ist der Oliver Session. Ich zeige euch heute von Jusen Kettner den Statesman Dual 666 Combo. Statesman. Und ich meine, wir haben ja schon öfter mal Jusen Kettner Amps auf dem Kanal gehabt und ich finde die Firma ja ziemlich geil. Das ist ein kleiner Haufen drüben im Saarland und die machen wirklich moderne Amps, die sich einfach am Geschmack des Publikums orientieren. Ja? Also weniger dieser Reissue-Wahnsinn. Ich sage es ja oft, ne? Es gibt die Hersteller, die sich so diesen ganzen Reissue-Geschichten sehr, sehr widmen, weil sie auch historisch daher kommen. Und dann gibt es so die modernen Hersteller, meistens aus Deutschland oder sehr oft aus Deutschland, ja, auch Engel ist so ein Hersteller, die sagen, wir machen einfach Amps, die mit Verzerrung und mit Hall und mit halt dem Kanalumschaltung und Klangregelung moderner umgehen. Ja. Und das ist eine Geschichte, wo ich heute mal gesehen habe, guck mal hier, der Statesman ist wieder da, ja, ist ein Amp, der ist schon länger auf dem Markt, jetzt nochmal zu haben, läuft leider aus, ein super geiles Ding. Und dadurch, weil er praktisch ausläuft, zu einem oberkrassen Preis. Ja, man muss überlegen, 60 Watt Vollröhren-Amp, 2 Kanal, zu so einem Hammerpreis habe ich persönlich noch nicht gesehen. Zumal, also schon gar nicht aus Deutschland. Ja. Also müsst ihr euch mal anschauen. Wir haben es hier zu tun mit 2 Kanälen auf der linken Seite. Der Drive-Kanal, da habe ich jetzt mal gerade angefangen zu zocken. Auf der rechten Seite gibt es den Clean-Kanal. Ja, kann man umschalten. Ich weiß hier gerade bei Drive. Nachher zeige ich nochmal die Boost-Funktion. Aber im Grunde geht es darum, ich habe Bass, Mitten und die Höhen und natürlich ein Mastervolumen. Master bedeutet in dem Fall natürlich, dass ich auch mal leise zocken könnte. Ja? Das heißt, ich kann mir die Verzerrung holen übers Gain. Also ich bin jetzt in der Lautstärke, die im Grunde auch für eine Wohnung funktioniert. Ja? Aber durch Master habe ich die Möglichkeit, nach der Vorstufe die Verzerrung halt noch lauter zu fahren. Ja? Und dann ist er natürlich für live auch geeignet. 60 Watt ist für ein Combo, finde ich, ziemlich perfekt. Ja, also ich finde 40 Watt oft ein bisschen klein, auch 30 Watt, dann wirkt es oft ein bisschen nasig. Und 60 Watt ist für die Sättigung der Endstufe auch perfekt. Ja, und dazu gehört natürlich auch, dass der Combo eine gewisse Größe hat. Sehr, sehr kleine Kombos, also vom Volumen her, litermäßig, ja, klingen oft ein bisschen hochnasig. Wenn das Gehäuse ein bisschen größer wird, wird der Amp automatisch ein bisschen volumiger und klingt einfach mehr nach Verstärker, nach Holz. Ja, das kann man ganz gut hören, wenn ich mal die Verzerrung runtergehe und gehe ein bisschen mehr ins Master rein. Dann fängt der Verstärker an, praktisch im besten Sinne zu tönen. Ja, ich habe das schon oft erzählt, mich erinnert es immer so ein bisschen an das alte Röhrenradio von der Oma, ne, wo man ein bisschen die Musik lauter macht, auf einmal fängt dieses Holz an zu schwingen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Verstärkerklang, dieses Gehäuse. Ja. Ich meine, ihr kennt das von Fender-Amps, ne, gab es dann gewisse Holzsorten, die auch verbaut wurden, ne, danach hat man sich natürlich da auch gerichtet, dass einfach praktisch das ganze Gehäuse mitschwingt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also
Also jetzt im Moment klingt es wirklich so, als hätte ich hier eine dicke 2-12er Box dran. Ist ja auch ein 2-12er Combo, ne? Aber man ist sowas, eigentlich von so einem Marshall Top oder sowas, in der Regel nur dann gewohnt, wenn man so eine 2-12er Box spielt. Ja. Und es klingt jetzt wirklich sehr, sehr erwachsen. Ich habe mir auch recht laut, also für eine Bühne, Schlagzeuger nebendran, hält der Amp locker mit. Ja. Okay, da gibt es natürlich die Boost-Funktion. Ja, das heißt, das Ganze ist auch mit mehr Gain verfügbar. Das Ganze sättigt sehr schön weich. Ja, das ist sowieso eine Eigenschaft dieser Amps. Praktisch diese harte, ätzende Kante ist nicht so sein Ding, sondern ist eher so dieses schmusige, ich sag mal nicht amerikanische Gain, aber so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Ne? Es fusselt ein bisschen und es klingt dadurch sehr, sehr weich und angenehm und sehr, 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 sehr sustainreich. Ja? Also ich zeig's mal. Klar, ist natürlich nicht sehr, 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 sehr dynamisch an diesem Punkt. Da muss man natürlich mit Gain ein bisschen runtergehen. Aber es hat so ein bisschen gezeigt, wie viel Verzerrung der Amp kann. Ja? Ich gehe mal auf den Clean-Kanal. Das ist auch sehr, sehr interessant. Gibt es einmal die Option Normal und einmal die Option Twang. Ja? Sorry, das war noch der Drive-Kanal. Hier bin ich bei Clean, sorry. Da will man natürlich ganz klar in diese Fender-Ecke gehen. Ist auch richtig so, weil die clean Sounds sind natürlich bei Fender zu Hause. Ja? Und es klingt natürlich auch mit dem Federhall hier. Sehr, sehr geil authentisch. Ich gehe mal ein bisschen in die Sättigung hier. Was ich jetzt natürlich noch hochholen kann, sind die Höhen über Twang. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich es ein bisschen heller haben möchte. Ist natürlich jetzt auch recht laut, das heißt, der Verstärker lässt sich auch auf jeden Fall live auf der Bühne in der Lautstärke fahren und man hat nicht das Gefühl, man spielt über einen kleinen Combo. Das ist echt ein Ding, was mich echt überrascht hat. Es klingt einfach sehr, sehr volumig. Ja? Ich gehe nochmal auf den Gain-Kanal. Hört man natürlich, dass der Verstärker einfach schön auflöst. Ne? Wenn ich so die Saiten überklingen lasse, das ist so eine Geschichte, wo ich so Amps einfach ganz gut irgendwie mal testen kann, wo ich merke, okay, macht der Verstärker das mit oder nicht. Ja? Was natürlich geil ist an so einem Verstärker, gibt halt auch einen Einschleifweg, ja, es gibt eine Kanalanschaltung, es gibt einen Fußschalter, all die ganzen Geschichten, die diesen ganzen puristischen Verstärkern so ein bisschen fehlen. Ja? Insofern richtet man sich da einfach danach, ey komm, lass uns doch mal einen Amp bauen, der einfach verschiedene Sachen kann. Ja? Und das ist natürlich ein Punkt, den man sich auch mal anschauen kann, vor allen Dingen zu dem Preis. Das ist echt der absolute Hammer. Die Deutschen haben es wieder mal gezeigt, dass es auch zum kleinen Preis geht. Das ist krass, oder? We'll be right back.
Jo, da bin ich auch schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Jüssen Kettner den Statesman Dual gezeigt. Und wie ihr seht, der Amp ist direkt aus der Ausstellung. Ihr müsst echt mal kommen, den Amp spielen. Ihr werdet euch wundern, für wie wenig Geld der so geil klingt. Echt voll der Hammer. Wenn ihr auch herfahrt, auch mal andere Amps spielen, gar kein Problem. Das ist unser Motto hier. Einfach probieren und wohlfühlen. Das ist total geil. Wenn ihr zu weit weg wohnt, gar kein Problem. Wir schicken den Amp natürlich auch raus. 66 Tage habt ihr den Umtausch. 33 Tage gibt es sogar die Kohle zurück, wenn euch der Amp nicht gefällt. Mir hat Spaß gemacht und ich sage tschüss.